komm schon, die nächste Meet muss bereit sein. Eins, ihr geht jetzt in Alarmstart und zwar Dalli. Komm schon, komm schon, komm schon. Schmeiß sie aus dem Hangar raus. Alles klar, ihr habt Platoon 2, ihr geht ebenfalls da drüben in Alarmstart. Dann müssen wir das Ding da angreifen. Wir jagen da jetzt schon mal den... Na ja, 50 Sekunden, komm, Artillerie rein. Artillerie ist auf dem Weg. Ich würde sagen, Meeks 1 und 2, Angriff. Vorwärts, Jungs. Ach du Scheiße, die stürzen ja jetzt schon ab. Einheit verloren. Vorsicht, General. Hier ist irgendwo ein Heckenschütze. Eine Heckenschütze interessiert meine Jets gerade wenig. Ach du Scheiße, die kommen doch niemals durch. Kommt schon, raus mit dem Paket. Zerstört diese verdammte Anlage. Los, 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 los. Mann, hoffentlich brennt sich da jetzt das Feuer durch. Einheit verloren. Verflixt und zugenäht. Boah, Alter. Wenn dieses Spiel jetzt so weiter ruckelt, dann kriege ich echt noch ein Rad ab. Okay, das ist wirklich verdammt blöd. Und das Schlimme ist, der wird gleich feuern. Ach Mist. Ihr zwei, ihr fahrt besser mal weg, nicht, dass wir die nächsten... Gattsturm abgefeuert. Jetzt reicht's. Okay, ihr, Rückzug, 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 weg da. Seht zu, dass ihr da wegkommt, weil wenn da die Raketen runtergehen, dann Halleluja. So, und jetzt reicht's. Der will Krieg, Krieg kann er haben. So, wo kommen die Raketen? Einheit verloren. Nein! Zerstör die fahrende Bombe, schnell! Feuer! Wo gehen die Raketen runter, verflucht? Hallo? Oh. Ja, gut gemacht. Sehr gut gemacht. Wo geht's zur Schlacht? Wir halten die Stellung. Der hat... Na, ganz toll. Meine ganzen Hacker sind alle verloren. Weg. Ja, das habe ich gemerkt, dass ich eine Einheit verloren habe, du Anti-Held. Der greift unsere Stellung da gar nicht an. Aber wieso? Boah, stopp, jetzt haltet mal. Jetzt stillhalten, stehen bleiben. Das war ein Befehl. Ein ganz klarer Befehl. Wenn hier jeder fährt, wie er lustig ist, dann kriegen wir hier Chaos rein. Du eröffnest jetzt mal das Feuer auf Einheit diese Position da drüben. Dann fährst du jetzt mal da hin und ich schmeiße gleich eine EMP-Bombe rein, Freunde. Dann ist Feierabend, gell? Dass du gleich Bescheid wirst. So, Infernalgeschütz darüber, darüber, dahin und du kriegst jetzt noch ein... Weißt du was, zwei Propagandatürme wären eigentlich schon nicht schlechter. Ich hätte ganz gerne noch ein Gatling-Geschütz hier. So, Infernalgeschütz, da drauf ballern. Dieses Infernalgeschütz tut jetzt da drauf ballern. Beziehungsweise die Infernalgeschütze könnten ein bisschen mehr in die Mitte schießen. Hier haben wir die Atomexplosion an den Rändern und in der Mitte das Feuer. Das ist ganz gut so. Na, Minen her bitte. Ich schmeiß mal da rein. Okay. Das Ding ist wieder aufgebaut. Ist ja wunderbar. Kraftwerk, Kraftwerk, Kraftwerk. Ich brauche mehr Energie. Vor allen Dingen brauche ich Kohle. Verdammt, warte mal. Nein. Ach. Jetzt steht das Ding gleich. Dann werde ich es gleich wieder verkaufen. Moment. So, machen wir das mal so. Zweiten Flughafen. Ach, Menschenskinder, die Atomrakete braucht 5 Minuten und das Gattsturm nur 2,5. Das ist doch irgendwo nicht fair, oder? Ist das fair? Frag ich mich, ist es das? Ja, wo schickt man denn die ganzen Hacker jetzt eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht. Ich kann eh nur einen produzieren. Ach du Scheiße. Drehst dich mal darüber, du fährst bitte da wieder vor. Dem Angriffsteam vorrücken ist übrigens nicht lustig, weil wir haben hier in der Stadt irgendwo einen Heckenschützen, hieß es. Und Derwin meint, ballern zu müssen. Ich wette, der sitzt da drin. Derwin meint, losballern zu müssen, dann sind unsere Fahrzeuge ganz schnell hinüber. Also die Mission, die hat es ja wirklich mal in sich und ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll hier. So, du kriegst jetzt mal das Platoon 8. Und wieso bricht hier ständig die Framerate zusammen? Ich verstehe es absolut nicht.
Aha, was könnte man da jetzt tun? Den Scud-Sturm kriegen wir so nicht weg. Luftstreitkräfte kommen nicht durch. Kann ich IBG-technisch irgendwas machen? Da haben wir ja noch den da, ne? Pass mal auf, dann schickt man da einen Arbeitsbot hinter. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, eigentlich nicht. Verdammt. Hallo? Ach, ganz toll. Kümmert sich mal einer da um dieses... um diese mobile Scud-Stellung? Das wäre echt nett. Komm schon, jetzt schieß mit deinem Gatling-Geschütz doch bitte einfach da auf die Scud-Stellung. Och, Leute. Einheit verloren. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Das sind jetzt so typische Command-and-Conquer-Momente, wo man sich denkt, tritt der KI in den Arsch. So, jetzt schnappen wir uns mal dieses verdammte... Du aus dem Weg! Vorwärts fahren, fetter Kollege. Ach, jetzt haut er auf einmal ab. So, das Ding weg. Nee, also jetzt reicht's. Einheit zurück. Geht ja mal gar nicht. So. Wann habe ich das zuletzt abgespeichert? Systeme online. Ihr geht jetzt in Alarmstart. Jetzt machen wir das nämlich ganz anders. So. Jetzt kriegt der Kerl echt mal einen Arsch voll Probleme. Also richtig arschvoll Probleme, meine ich. Wir werden jetzt nämlich einfach mal eiskalt hergehen und da oben wird dieses Ding kommen. Ne? Dann minen wir da mal alles zu. Dann täte ich sagen, pass mal auf, dass wir den wieder verkaufen. Dann gehen wir her. Ein Nukleargeschütz, einen Overlord. Und zwar da hoch, bitte. Ihr rückt vor. Vorrücken, Feindeinheiten eliminieren und... Der muss ja irgendwo seine komischen Produktionsstätten haben und die werden wir jetzt ausschalten, weil jetzt ist wirklich, also bei mir ist der Geduldsfaden gerissen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Komm, bomb da drin mal alles weg. Los, einfach mal darüber feuern, Jungs. Einfach mal da reinfeuern, einfach in den Haufen rein. Irgendwas werdet ihr schon treffen. Wieso geht der da drüben drauf? Geht's noch? So, das Atomgeschütz schießt jetzt mal bitte nach da unten. Wir haben zu wenig Energie. Ja, das ist schön, dass wir zu wenig Energie haben. Da haben wir jetzt noch ein Atomgeschütz. Das geht da mal in Stellung. Zu wenig Energie. Du willst mehr Energie. Okay, dann bauen wir doch einfach ein Kraftwerk. Komisch, dass dann unser Radar noch vorhanden ist. Jetzt lassen wir einfach mal die Jets da oben kreisen. Sollen die mal ein bisschen Feuerschutz geben. Und die Framerate, die kann jetzt ruhig mal aufhören, da so rumzuspinnen. Infernalgeschütze, bitte mal dieses Fahrzeug da hinten ausschalten. Das geht doch so nicht. Boah, Alter, das ist alles, was von unserem Angriffsteam übrig geblieben ist. Das gibt's noch nicht. Da brauchen wir dringend Verstärkung. Und zwar bräuchten wir Gatling-Panzer und Overlords. Den schicken wir sofort da runter. Haben wir da noch... Jawohl, wir haben da noch so einen mit Propagandaturm. Das heißt, der kriegt ein Gatling-Geschütz verpasst. Du schnappst jetzt mal den Kerl da unten. Na los. Haben wir hier nicht irgendwo... Pass mal auf, wo haben wir das denn? Da! Jetzt schicken wir da mal das Ding rein. Na komm schon. Dann klauen wir dem ein bisschen Geld. Zeit für einen Gegenangriff. Das gibt's doch nicht hier. Schön brav weiterfeuern, Jungs. Schön brav weiterfeuern. Ihr zwei kümmert euch mal da um die nördliche Flanke. So, so ist das doch schön. So gefällt mir das. Eine Waffenfabrik weniger, das heißt weniger Fahrzeuge vorerst.